Hallo und willkommen in der Steintierwerkstatt. Ich bin René. Heute bin ich wirklich für euch am Start. Nach dem Fauxpas vom Mittwoch geht es jetzt mal wieder richtig los. Und zwar habe ich, die einen, die das sowohl am Samstag unseren Livestream verfolgt haben, als auch am Mittwoch mal Video gesehen haben, wissen, dass ich diesen kleinen Pullback-Spritzer von Dekool gebaut habe. Ja. Flotte kleine Kiste. Und der war jetzt schon ein paar Tage im Spieleinsatz. Also Bombe. Nichts ab. Nichts kaputt. Genial. Aber dieser kleine hier hat noch einen großen Bruder. Da haben wir ihn. Ebenfalls von Dekool, logischerweise. Mac Factor und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, der heißt einfach nur Gelber Bucky oder sowas. Offroad Racer. Ja, wir lesen kann es klar im Vorteil. Augen auf beim Eierkauf. Spaß beiseite. Harte Fakten. 3806 die Artikelnummer. Ein Bauspaß von 392 Teil. Und ab 6 Jahren soll man den bauen können. Soweit, so gut. Rückseite bietet uns eigentlich nur, wie es funktioniert. Wie ein Pullback funktioniert. Sprich, zurückziehen, laufen lassen. Soweit, so gut. Nichts Besonderes. Klar, keine Minifiguren enthalten. Warum auch? Aber letztendlich, kleines süßes Set. Wollen wir mal reingucken? Ich glaube schon, ne? Ja, gucken wir mal rein. Leider ist das Ding komplett wieder zugeklebt. Das mag ich ja gar nicht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, die nennt sich Messer. Und schon kommen wir an das wertvolle Innere. An die netten Klemmbausteine. Beziehungsweise ist es ja Technik, sind es da nicht eher Steckbausteine? Es erwartet uns ein Inlay-Karton. So, du Eumel, gehst jetzt mal auf die Seite, so wie immer. Nette, süße, übersichtliche 4 Tüten. Ein Stickerbogen. Wobei, bei dem habe ich auch schon die Sticker weggelassen. Ja, ich finde, die brauchen keine. Die wirken auch so, oder? Müssen wir da unbedingt Racing draufklatschen? Glaube nicht. So, und eine kleine süße Anleitung. Hinten drauf seht ihr auch nochmal, was es alles gibt von Dekool an Autos. Und Dekool ist ja so ein bisschen im Verruf mit geklauten Mocs und geklauten Designs und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar nicht recherchiert. Ich vertraue hier in dem Fall auf Thorsten von Steingemachtes, Johnny's World. Der setzt sich ja mit dem Thema extrem auseinander. Und ich vertraue jetzt einfach auf ihn, dass das alles seine Richtigkeit hat. Anleitung war sehr einfach, sehr Lego-typisch. Ne, also jeder, der hier reinguckt, wird sofort sich erinnert fühlen an Lego-Anleitungen. Die sind quasi identisch. Alles in Vollfarbe dargestellt. Teilweise ein kleines Suchbild, teilweise mit Pfeilen markiert. Soweit, so gut. Ihr wisst genau, für Techniksachen ist eher mein Bruder zuständig. Aber ich stelle mich der Herausforderung, ich will ja auch weiter lernen. Und mir mehr Können erarbeiten. Und deswegen hinein in die Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und los geht's. Weil nur wenn man was anpackt, kann man auch was lernen. Ja, wie gesagt, 4 übersichtliche Tütchen mit Pins. Noch mehr Pins und kleinen Liftarm. Noch mehr Liftarme und Paneele. Und hier ist Reifen und ein paar Schläuche drin. Und der Pullback-Motor. So, kurz und knackig würde ich sagen, ich lege mal los. Ja? Diesmal gibt es auch wieder ein Speedbild dazu. Und dann würde ich sagen, in diesem Falle, wie gesagt, Speedbild, nur nochmal für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, verlinke ich immer am Anfang des Videos oder unten in der Beschreibung. Ansonsten mache ich jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich zum Review wieder. Bis gleich. So, und nach knapp, Stunde, anderthalb,
Ist er fertig. Der cool. Und was soll ich sagen? Qualität. Bombe. Super. 1A. Genial. Klimmkraft echt enorm. Wirklich enorm. Also hier war kein Pin oder sonst irgendwas, was ein bisschen Schwächen aufweist. Okay, zwei kaputte Teile. Einmal ist ein Pin gebrochen gewesen, schon in der Packung selbst. Und hier unten auch so eine Pin-Achsaufnahme. Pin-Pin-Aufnahme, nur als Baurichtungsumkehr quasi. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. War auch kaputt. Aber den konnte ich sogar noch einbauen und der hält, weil hier ist an dem Ding ist fast alles doppelt gesichert. Ja, also echt Hut ab, das ist stabil, ohne Ende. Da beißt sich so manch andere die Zähne aus dran. Junge, Junge, Junge. Und teilweise hatte ich auch richtig Probleme, hier die Achsen reinzukriegen. Die hatten dermaßen hohe Klemmkraft. Viel übrig geblieben ist nicht. Das hatte ich aber auch schon bei dem, da war auch nicht viel übrig. Ein paar Pins. Ein Pinstopper, ja, das war's. Achsstopper, so. Und das Design, ich finde, er sieht schick aus. Der ist durchaus gelungen, durchaus schick. Schöne groben Felgen, ja. Und vor allem, naja, was nicht ganz so stimmig ist, die Reifen sind schön breit und das Ersatzrad ist schmal. Naja, gut, ist ja beim echten Auto auch so. Nee, also hier, absoluter Wahnsinn. Junge, Junge, Junge. Wo ich ein bisschen zu kämpfen hatte mit, war die Anleitung. Ich hatte ja gesagt, die ist genauso gut wie Lego. Ist sie auch. Ja, also die ist wirklich 1:1, wie wir sie vom Marktführer kennen. Ein kleines Suchspiel manchmal. Manchmal wird es mit Pfeilen markiert. So weit so gut, so weit so verständlich. Was die nur sehr, sehr selten machen. Was Lego dafür umso mehr macht, ist, das Modell zu drehen. Ja, bei Lego kennen wir es ja, in jedem zweiten Schritt Modell drehen, Pin rein, Modell drehen, Pin rein, Modell drehen, Pin rein. Was anderes machen wir ja bei Lego fast nicht mehr gefühlt. Ja, und das vernachlässigen die hier auf ganzer Linie. Also hier wird teilweise gar nicht gedreht, gerade wie es darum ging, den Aufbau hier hinten drum zu machen, hat man das Modell auf der Anleitung quasi von hier gesehen und man sollte es von hinten reinschieben. Naja, wer da nicht ein bisschen technisches Verständnis hat, der ist echt aufgeschmissen. Ohne Scheiß. Aber nichtsdestotrotz, man kommt gut durch. Wie gesagt, ich habe jetzt so 1,5-2 Stunden gebraucht dafür, glaube ich. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Und er fährt gut. Er fährt richtig gut. Wir hatten zwar anfangs Schwierigkeiten, wir zwei. Er wollte nicht so, wie ich wollte. Aufkleber, wie gesagt, habe ich weggelassen, weil... Jetzt mal ganz ehrlich, wollte die Aufkleber drauf sehen? Glaube ich nicht, oder? Nee, anfangs hatten wir Probleme, weil gerade die Hinterachse, hier sitzt alles unter Spannung. Ja, hier hinten das Teil könnt ihr jetzt natürlich auf der Kamera schlecht sehen, aber glaubt mir, es wölbt sich. Es wölbt sich vor Spannung. So viel Druck ist hier drauf, genauso wie auf den Seitenflügeln hier. Das Ding ist enorm. Aber wie gesagt, die Klemmkraft ist so groß, das kann die Spannung aushalten. Kein Thema. Und mittlerweile rast er richtig gut. Mal gucken, wie sein kleiner Bruder ist. Wobei, so klein. Pfeiletechnisch kleiner Bruder, ja. Weil Größenverhältnis ist gleich. So. Hui. Ja, also die sind mal... Ach, das könnte ich so lange machen. Ach, das macht so Spaß. Und ich glaube, ich werde es auch meinen Kiddies geben zum Spielen. Weil, wie gesagt, Klemmkraft enorm. Absolut enorm. Weil das Ding zu zerlegen, das ist genauso gut, als ob ihr ein Kobi-Schiff zerlegen wollt. Also danach bluten die Finger. Ohne Scheiß. Echt, danach bluten die Finger. Aber so ist es. Und ich würde sagen, heute kurz und knackig. Achso, was ich ganz vergessen hatte. Auch wenn das eine Anleitung ist wie Lego, der größte Unterschied ist 392 Teile. Bei Lego hätten wir irgendwas um die 300 Bauschritte gehabt. Hier sind es nur 50. Also hier geht richtig was in den Bauschritten.
Aber alles schön übersichtlich. Keine Fehler entdeckt. Bombe. Also die Anleitung ist echt, wie gesagt, außer dass man drehen, aber mit ein bisschen Nachdenken kriegt man das auch hin. Und von daher, alles gut. Und apropos, alles gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da im besten Falle, sofern ihr es noch nicht habt. Und schreibt was in die Kommentare. Wie gefällt euch denn der cool? Das wird mal, das interessiert mich. Findet ihr das Design schön oder nicht? Oder habt ihr schon gebaut? Wie findet ihr die Qualität? Weil ich finde die Qualität echt super. Genial. Es passt 1A. Klemmkraft ist da. Boing. Ja, Spaß beiseite. Ja, schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ansonsten habe ich schon gesagt, lasst ein Like da, Abo da. Schreibt was in die Kommentare und gutes Klemm da draußen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.